Hallo liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau. Am 12. Spieltag heißt es wieder Fieberthermometer rausholen und Derbyfieber messen. Zweite Spielminute, erste Möglichkeit für Hanau auf der Gegenseite. Dann der Abschluss von Younes Djebari. Der Freistoß geht allerdings auch über das Tor. Richtig brenzlig wurde es dann allerdings schon in der vierten Minute. Aber Branimir Matic bekommt noch den Fuß dazwischen. In der 11. Minute dann aber der Fehlpass vom Hanauer Keeper beim Spielaufbau. Und dann ist er da. Unser Goalgetter Lukas Fischer und er trifft zur 1:0-Führung. Damit war das Derby natürlich schon frühzeitig auf Hochtemperaturen. 17. Spielminute, Eckstoß Hanau, eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleichen, da die Bayern verlieren so ein bisschen den Überblick. In der nächsten Aktion setzt sich Paul Seigl auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch. Sieht Signorelli, aber dessen Schuss wird abgeblockt. Trotz des Rückstands ließen die Hanauer die Köpfe nicht hängen, kam immer wieder zu gefährlichen Vorstößen, diesmal über die rechte Seite. Der Ball rollt an Freund und Feind vorbei bis an die Strafraumkante und da ist Timotin Sen und der trifft zum 1:1 Ausgleich. 10 Minuten vor der Halbzeit dann Eckball von Younes Djebari und Almir Ziger köpft seinen Gegenspieler an den Rücken. Dann schneller Spielaufbau bei den Bayern. Paul Seigl geht am Gegenspieler vorbei in den Strafraum und wird gefoult. Eindeutige Entscheidung. 11 Meter für die Bayern. Almir Ziger tritt an und versenkt. Sein 4. Saisontreffer bedeutet die erneute Führung für Alzenau hier im Derby bei Hanau 93. Mit diesem Spielstand ging es dann in die Pause, aber direkt nach Wiederanpfiff hatten die Hanauer gute Abschlüsse und gute Szenen. Und dann hier plötzlich ein Pfiff vom Schiedsrichter und schauen wir in der Zeitlupe. Er entscheidet nach diesem abgeblockten Ball auf 11 Meter. Handspiel will er gesehen haben. Philipp Hansa lässt sich die Möglichkeit nicht nehmen und gleicht früh in der zweiten Halbzeit aus. Jetzt war Hanna eindeutig die bessere Mannschaft und hätte sogar hier in Führung gehen können. Aber Sebastian Schreiber verhindert den Rückstand. Wenig später dann dieser Freistoß in der 70. Minute und Foul an Marcel Wilke. Erneut gibt es Strafstoß für die Bayern und erneut tritt Almir Ziger an. Nur diesmal kann der Keeper parieren, der Nachschuss geht knapp am Tor vorbei. Und so bleibt es beim 2:2. Aber die Bayern hatten die Kräfteverhältnisse auf dem Platz längst wieder gedreht. Nikola Jürgens erzielt das 2:3, logische Konsequenz, eine Viertelstunde vor dem Ende. Natürlich musste Nikola seinen ersten Treffer in dieser Spielzeit ausgiebig feiern. Viel Zeit blieb aber nicht, denn bereits 2 Minuten später die nächste Möglichkeit für die Bayern erneut über die linke Seite. Paul Seigl flankt. Giuseppe Signorelli köpft und es heißt 2:4. Diesmal bereits der 11. Saisontreffer für Giuseppe Signorelli in der laufenden Saison. Damit waren die Gastgeber völlig von der Rolle und etwas überfordert im Abwehrverbund. Alzenau konnte ein ums andere Mal wieder aufs gegnerische Tor zurollen. Lukas Fächer, sein 2. Tor in diesem Spiel, bringt also den neuen Spielstand und es heißt 2:5. Damit stand fest, auch im 3. Derby gibt es einen Sieg für Bayern Alzenau. Aber das Spiel war ja noch nicht aus. 80. Minute und erneut Giuseppe Signorelli. Auch er schnürt einen Doppelpack zum 2:6. Dies war gleichzeitig der Endstand. Alzenau klettert damit wieder auf Platz 1.